Hi Franz, was sagst du denn? Also Franz, du kannst wirklich ein Arschloch sein. Und damit willkommen bei Nerds Choice. Ihr kennt das, der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Heute bringen wir euch ein paar Situationen näher, die genau diesen Kampf als Thema haben. Ja, genau. Und zwar könnt ihr euch in Situationen für die gute oder die böse Seite entscheiden. Das heißt, entweder nett reagieren oder einfach die dunkle Seite rauslassen. Für was ihr euch entscheidet, bleibt euch überlassen. Wir haben hier nur einige Beispiele, die euch vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe sein sollen. Ja, und so geht's los. Alter, du musst mir nicht ernsthaft erklären, dass du Pikachu besser als Raichu hältst. Ich meine, der Angriffswert ist höher, der Spezialwert ist höher. Was willst du denn noch? Ja, aber es ist doch kleiner und kann sich somit viel schneller bewegen. Ja, aber Raichu hat einen größeren Schwanz. Touché! Alter, du musst mir nicht ernsthaft sagen, dass du Pikachu besser als Raichu hältst. Ich meine, guck dir an, der Angriffswert ist höher, der Spezialwert ist höher. Was willst du denn noch? Ja, aber es ist kleiner und kann sich somit schneller bewegen. Ja, und Raichu hat einen größeren Schwanz. Ach. Hey Manu! Hey, Franz! Nein, das ist der Kleine. Guck mal. Ach Gott, ist der niedlich. Guck dir mal das Näschen an. Das hat er echt super hingekriegt. Danke dir. Danke dir. Das ist sehr stolz auf mich. Ja, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, gell? Alles klar, bis dann. Ja, ciao. Hey Manu! Hast du den Kleinen schon gesehen? Alter Scheiße, ist der hässlich. Alter, der ist aus deiner Frau rausgekommen. Ja. Da hätte ich schon mal Mühe geben können. Phoenix, aber weiter, ey. Das ist das Hässliche, was ich noch nie gesehen habe. Ja, ich freue mich schon voll auf die Disse. Kann ich so ausgehen? Nimmst du mich so mit? Ja, auf alle Fälle. Alles klar. Ganz sicher. Die Ladies werden auf dich fliegen, Alter. Ich glaub's auch. Gehen wir los. Komm. Auf geht's. Ja, Alter, ich freue mich schon voll auf die Disse. Nimmst du mich so mit? Können wir so rausgehen? Alter, du siehst aus wie ausgekotzt. Sag mal, wo hast du das Zeug her? Das sieht aus, als wär's bei Kick in der 50 Cent Garl-Kiste noch verstaubt. Nee, aber ganz sicher nicht. Ich fand das eigentlich ganz cool. Du kannst dir das nicht vorstellen. Dieses Land ist so riesengroß, du brauchst eigentlich für jede Himmelsrichtung einen eigenen Urlaub. Mhm. Und das mindestens 2 Wochen, weil sonst siehst du nicht alles, was du sehen willst. Mhm. Und ich habe auch mehrere Safaris mitgemacht und die letzte davon war ziemlich interessant, da sind wir mit dem Jeep dahin gefahren und dann sagen wir jetzt kurz mal. Oh, ist wichtig, ist die Arbeit, muss ich hingehen. Ja, kein Problem. Klaus, wie sieht's aus? Bist du fertig? Ich dachte, du hast das fertig. Du hast doch letzte Woche gesagt, das ist schon fertig. Entschuldigung, ich muss, tut mir leid. Kein Problem. Du kannst dir das nicht vorstellen, dieses Land ist so riesengroß. Du brauchst eigentlich für jede Himmelsrichtung einen eigenen Urlaub. Mhm. Und dann mindestens 2 Wochen, weil sonst siehst du nicht alles, was du sehen willst. Und ich habe auch mehrere Safaris mitgemacht. Mhm. Und die letzte davon war echt interessant. Mhm. Da sind wir mit dem Jeep dahin gefahren. Also, halt mal die Fresse, ich gebe gar nicht. Ist wichtig, bin ich an dem. Klaus, mein Lieber, du rettest mir das Leben. Da fragt der Spaß, erzählt schon wieder von seinem scheiß Afrika-Urlaub. Ja, schon wieder. Hau rein! Willkommen auf der Endcard. Hier haben wir euch einige Situationen vorgestellt, die man entweder nett oder als Arschloch lösen kann. Was ihr davon wählt, bleibt euch überlassen. Aber es gibt immer 2 Wege. Ja, warte mal, aber es ist doch nicht immer angebracht, nett zu sein, oder? Zum Beispiel? Ja, bei einem Ringkampf. Sag mal, riecht mir eigentlich so ausgezeichnet. Das ist mein neues Deo. Schön, dass es dir auffällt. Nee, riecht echt super. Hast du dir ein super Deo ausgesucht? Danke dir! Ja, da hast du recht. Das wäre wirklich weniger angebracht. Hab ich mir gedacht. Jetzt aber wirklich. Willkommen auf der Endcard. Endcard! Ich hoffe, euch gefällt Endcard. Wir konnten euch mit diesen Situationen eine kleine Entscheidungshilfe an die Hand geben, wie man mit manchen Situationen umgehen kann. Gut oder böse oder manchmal auch nur böse. Vielleicht gibt es auch welche mit nur gut. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, und als kleine Entscheidungshilfe für euch auch, da unten gibt es einen Abo-Button. Und Kommentare. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr es findet, was wir falsch machen, was wir gut machen. Gebt's uns richtig. Gebt's uns dreckig. Ja. Schreibt einfach rein, was euch gefällt oder was nicht. Genau. Und falls euch gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben geben. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, und wer das mit dem Abo-Button immer noch nicht so ganz verstanden hat, gibt's hier drüben auch noch das letzte Video. Das Internet, das dir immer gerne hilft oder auch mal
eben nicht? Ein Arschloch sein kann, wie wir es hier auf YouTube sehen. Ja, das kann das Internet auch natürlich. Ja, und da unten ist noch das Religionsvertreter-Video, das könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal angucken. Ja, und damit war es das heute eigentlich schon wieder. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tut uns leid, dass diese Folge ein bisschen später rauskam oder wirklich ein paar Wochen dazwischen liegen, aber ich war im Urlaub, Manu auch. Ich habe gezockt. Ja, hab gezockt, genau. Aber in Zukunft versuchen wir mal, den zweiwöchigen Rhythmus einigermaßen beizubehalten. Oder einwöchig, je nachdem. Ja, je nachdem. Guck mal, lasst euch überraschen. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bei Next Choice. Abschalten.